31 Grad im Schatten. Ja, man sieht's aber. Da scheint was zu kommen. Das Harte ist die Luftfeuchtigkeit. Die ist wirklich ganz gewaltig. Ja, lauter schöne Gewitterwolken. Der eine ist jetzt eben gerade an mir vorbeigeflogen. Mal sehen. Ah, ist der andere jetzt gelandet. Vielleicht gleich was selber. Und was zu trinken. Ah, sieht so aus. Gib mal was her von deinem Wasser. Schon was aus als die Tankstelle. Der, wo am meisten wirbt, kriegt gleich sofort. Die anderen müssen warten. Was ist das machen mit ihren langen Schnäbeln? Das scheint schon gewesen zu sein. Da muss doch noch was drin sein, in dem langen Schnabel. Ach! Ich hab nichts mehr. Also ein Mist. Wir haben doch so einen Tascht. Bei 34 Grad im Schatten. Und die Sonne bestimmt 50. Abenteuer im Rheinheimer Teich. Fängt ja schon gut an. Da stehen sie in unserem Sitze in ihrem brühwarmen Wasser am Rheinheimer Teich. Der Storch. Mal die Storche ein paar abkühlen. Obwohl, ne, so viel Abkühlung ist da nicht. Man sieht ja, es ist kein hoher Wasserstand. Da ist die Brühe bestimmt total brühwarm. Sagen, es zieht rein, bei der Hitze zu fahren. Schöner Ortsberg. Ortsam. Schöne Gewitterwolke. Jetzt mal so ein kühler Guss. Das ist ja gut. Da sieht man es, die Bach. Ich kenne schon lange den kleinen Fluss hier. Aber dass das schon mal so umgefallen wäre, das haben wir nie gesehen. Ausfallen einem die verbrannten Angelflächen sofort ins Auge. Wenn es jetzt volle Kante schüttet, kann der Boden das gar nicht aufnehmen. So, dann bin ich wieder auf dem Zemder Ausberg. Da ist wieder der Handkamm und der Spessart. Dort ist der Umstart. Hinten dran der Tingplatz, wo Buchertz Gräben sind. Jetzt hier die Randgebiete von Großumstadt an. Das ist der Binselberg. Da unten das Krankenhaus. Alles in so einem Smogschleier drin, was man erkennen kann. Da ist höchst der Rondell. Von der Ortszeit Zipfen. Dann der Otzberg. Da hinten die Neunkirchner Höhe. Da. Da ist der Felsberg, wo das Felsenmeer ist.
rum. Die Bursch Moritz. Hinter an Frankfurt sieht man jetzt, voll im Smog untergegangen. Und voraus Semmt. Und da sieht man die tolle Wolke, die gerade den Wind hier macht. Man kann es auch sehen, das zieht jetzt hier drüber gerade. Der Wind kommt von der anderen Seite, aber die Wolke macht den Wind. Die Thermik treibt die jetzt hier gerade drüber, die Wolke. Das ist schon mal ein Gewitter. Aber noch nicht schlimm. Na, das ist so eine schicke Gewitterwolke. Die sieht auch toll aus. Ja, die sieht schon toll aus. Würde ich sagen, ein tolles Gebilde. Ach so, schön, Althausen, Umstadt, Lost Place. Das sieht man nämlich an den Fensterrahmen, dass das ein Lost Place ist. Wohnt auch keiner mehr. Steht alle so schön aus. Ist ja putzig. Jetzt muss ich raus, machen wir einen Alarm. So zu futtern. Hunger, Hunger, Hunger. Ja, die Pollen sind überall schon sehr groß. Das ist ja runterfällt, unglaublich. Geht mal wieder symbiotisch den Berg hinauf. Bitten auch vorbei. Ach, die Luft ist geschwächert nach Blütenduft. Und alle, die an mir vorbeigefahren sind, mir entgegengekommen sind, sitzen alleine in ihrem Auto. Warum können die denn kein Fahrrad fahren? So, das Wetter hat gehalten, überhaupt kein Problem. Geht's hier weiter. Immer noch den Buckel hinauf. Ich frage mich immer, was die Leute, die da alleine im Auto sitzen, in diesen riesen Karren, was die gemacht hätten nach dem Krieg. Da sind die Leute hier von Umstadt aus nach Darmstadt zum Römen gelaufen. Jeden Tag auf die Arbeit. Sommer wie Winter. Die sind hingelaufen und zurück. Und haben in kleinen Umstadt gewohnt. Mir sind da alte Leute bekannt, die das gemacht haben. Und die anderen müssen jeder alleine da, ist auch wieder so ein Vertreter, ein Auto, Riesenkarre, muss man drin sitzen, alleine. 2 Tonnen für einen Bobbes, der 50 Kilo wiegt. Was eine Relation. Ja, und Sicherheitsabstände, 1,50 Meter, geschlossene Ortschaft, gibt's nicht. Gibt's alles so auf Papier. Ich frage mich immer wieder, wie ich das mache. Das ist die Woche schon das zweite Mal, dass ich hier hochfahre. Dass ich das immer wieder schaffe. Dass ich nicht vom Fahrrad falle. Bei 33 Grad im Stand. Unglaublich. Und immer sie es verseht, kann man schon wieder hochschalten und ist schon wieder um. Ganz einfach. Man muss halt schnaufen. Man kann das in einem durchfahren. Das ist halt Zeit. Im höchsten Gang, ohne E, null Problemo. Alle meinen, wie weit der schon wieder ist. Ein Corona-Flieger nach dem anderen am Himmel. Das war das doch so schön, wie man nichts gehört hat. Nur die Vögel. Das werde ich auf lange Zeit vermissen.
Wobei in meiner Waldkunst, wo die ganzen Masken drin gehangen haben, sah ich geckig aus, Corona-Kunst. Hat sich aber die Stadt Großumstadt dann beschwert. Dann sind die Masken von den Kunstwerken wieder verschwunden. Ja, da zeigt sich halt, was richtige Kunst ist. Die darf bleiben, die Masken müssen gehen. Und auch da haben sie drin gehangen. Alles wieder weg. Der Waldrache. Im Waldkunstwald Großumstadt. So, da bin ich auch hier hochgestampelt. Den kaputten Wald. Hier sieht man es schon deutlich. Das sah hier ganz anders aus. Zu früheren Zeiten. Wenig los. Ja, da haben bestimmt alle gedacht, es gibt jetzt gleich Gewitter. Sie haben es so angekündigt im Radio und im Fernsehen. Achtung! Schwere Unwetter. Dann sollte man natürlich nicht hier im Wald sein. Weil man sieht ja, wie die Bäume aussehen. Viele total kaputt. Ja, der da. Tot. Vor lächerlichen 5 Jahren, vielleicht 10 Jahren, war das hier noch ganz anders. Wir haben hier ein paar Waldkunst gemacht und hier alles hingehängt, aufgestellt. Da war der Wald noch schön. Ist der Wald natürlich immer noch schön, klar. Doch man sieht die Schäden, wenn man genau hinguckt. Rechts und links. Leichen stehen neben einigermaßen gesund aussehen. Die aber auch nicht mehr gesund sind. Da wieder der rotierte Weg. Die alte Handelsstraße. Auch in der Zeit gemacht, wo es überhaupt keinen Wald mehr gab. Und damals ist der Wald den Köhlern zum Opfer gefallen und den Glashütten. Wer hat Angst vor dem schwarzen Mann? Nicht diskriminierend, das muss man mir heute zusagen. Das hat was zu tun mit den schwarzen Männern, den Köhlern, die hier überall durch den Wald gelaufen sind. Der Wald hat damals geraucht. Im Überwald waren Kohlenmeile. Im Odenwald und im Spessart. Und dann ist der Wald wieder aufgeforstet worden. Um 1870 ist das passiert im großen Stil. Der Odenwald und der Spessart. Und jetzt geht der Wald abermals kaputt. Diesmal aber so nachhaltig und so schnell, dass man nicht weiß, welche Baumart man pflanzen soll, die dann auch hält. Jetzt muss ich gerade mal zeigen, was man von hier oben sieht. Hier oben sieht man nämlich alles. Aber man sieht eigentlich, dass man nichts sieht. Weil es nämlich alles im Smog untergegangen ist. Den Taunus erkennt man klebenhaft. Und so schlecht, wie sich die Luft hier atmen lässt, ist es fast so, als ob die Luft, als ob in der Luft irgendwas drin wäre. Von der Atmung her. So schlecht ist es da drüben auch. Und der Rauch vor allen Dingen, den man da drüben am Gelände sieht, an den Bergen, der ist ja auch. Aber den sieht man nicht so. Wenn man so das Gelände so anguckt, da mit dem Pinselberg, dann kann man das schon erkennen, da ist so ein bisschen Dunst davor. Und da drüben sieht es aber genauso aus, wie wenn ich hier rüber gucke. So, zu Piotrsch geht es alles weiter hoch.
Das sind noch die alten Fahrgleise. Und da die Altwege. Das sind ja die Bäume im Wald, wie sie einfach umgebrochen sind. Wie gesagt, bei Sturm oder bei dickem Wind sollte man aus dem Wald draußen bleiben. Das ist schon lebensgefährlich. Hier vorne ganz unscheinbar ist ein Grabhügel aus der Bronzezeit. Natürlich auch beraubt, wie es immer so ist. Da sind diese Grabungsmulde drin. Aber hier unten ist, wie gesagt, auch eine. Durch die Waldschäden kann man die jetzt auch besser erkennen. Aber hier oben ist immer wieder wie die Leichenhalle. Ich sehe, alles kaputt ist hier oben. So, nach und nach verschwindet jetzt das Holz hier aus dem Wald. Immer wieder deutlicher, wie es dahinter aussieht. Wenn da die Holzhaufen hier vorne dran stehen, dann sieht man das gar nicht so, was dahinter los ist. Der Wald, den wir als Kinder kannten, den wird es nie mehr geben. Brachial warm, die Luft stickig. Ja, es bewölkt sich immer mal wieder. Das war nicht schlimm, das ist ja ganz gut so. Dann können wir wenigstens noch mal durch den Wald fahren. Da ist die Luft auch noch frischer als wie daheim. In der stickig warmen Bude. Vorbei am Waldrachen, da steht er groß und mächtig. So, geht's weiter auf den Einheitsweg. Hier nehmen wir hier die römische Siedlung, wo man den Ballenstein gefunden hat, den römischen. Sieht man die Rollierung? Dann eben noch die Fundamente im Wald. Zur Bahn der Quelle. Teich ist, aber auch in dem Teich geht das Wasser ganz schön zurück. Und weiter geht's Richtung Rondell. Wir haben wieder die Gewitterwolken im Blick und diese wahnsinnigen Waldschäden. Hier als wieder einen im Wald und denke mir, was macht der da nur? Dann hat er mich eben angesprochen und sich entschuldigt, dass er mich immer wieder kreuzt. Und dann macht er die Trasse für Glasfaser. Also hier kommt ein riesen Glasfasernetz her, das geht hier durch den Wald durch und verbindet die Orte miteinander.
Ich habe schon gesagt, das Glasfasernetz gibt es mit Sicherheit viel, viel länger, als wie es den Wald hier noch geben wird. Ja, das weiß ich. Sagt er, traurig. Das ist in Wirklichkeit schon so, der Mensch braucht die Natur nicht mehr. Der braucht Glasfaser. Und der braucht E-Antriebe. Und der braucht Geld. Aber Bäume, Natur braucht er nicht so. Das war eben mal was Ungewöhnliches mit den Spechten. Also im Wald geht's mit der Wärme. Es wird auch 30 Grad, aber nicht so gewaltig wie draußen im Feld. Hier ist ein digitales. Auf dem Einharzweg. Das sind alle Grabhügel aus der Bronzezeit, der so einsam hier im Wald liegt. Da vorne ist die kleine Zinnsäcke vor Heubach. Die Menschen aus der Bronzezeit begruben ihre Toten hier auf dieser Seite. Es gibt viele Hügelgräber aus eben dieser Zeit. Ah, und kapitale Baumstämme als Bauholz. Das sind die Grabhügel. Das eine, da hinten scheint einer durch. Selbst die Radfahrer fahren schon mit E-Bike und Radio im Wald und hören sich gerne mal die Vögel an. Und hier oben ist auch nochmal so ein ganz geschichtlicher Punkt am Einheitsweg. Das ist praktisch der Haltestock, ist hier. Ich habe praktisch einen Rastplatz gehabt, weil denen war ja verboten, dass sie in die Orte hinunter durften und haben die hier kampiert im Wald am Einheitsweg. Also weit ab von den Leuten in den Ortschaften, wo sie ja nicht hin durften. Da sieht man wieder Heidestock, Harestock, die Bedeutung stammt Zigeuner, fremdes Volk, wobei Zigeuner ein Schimpfwort ist. Jetzt wieder an weiteren Hügelgräbern vorbei. Hier geht es runter nach Breuberg. Und hier geht es dann zur mittelalterlichen Ausgrabung, dem Bambolschen Schloss am Einheitsweg. Dann kommen wir hier vorbei an der angeblich römischen Ausgrabung. Das stimmt aber so nicht, weil man hat hier keine einzige römische Scherbe gefunden. Alles, was darüber berichtet wird, normalerweise an diesen Tafeln würden dann die Funde, die man hier gemacht hat, dargestellt. Aber man hat niemals auch nur eine römische Scherbe hier gefunden. Ich weiß das von Leuten, die hier dabei waren und das mit ausgegraben haben. Das ist allenfalls eine Ausgrabung aus dem Mittelalter. Da wird es auch mehr Sinn machen. Deswegen gibt es ja auch überhaupt keine Funde. Angegebenen Funde, die man hier gefunden haben will. Und auch die Konstruktion, so wie die Hütte aufgebaut ist, ist wenig römisch. Was man hier sieht am Einheitsweg zwischen Großumstadt und dem Höchster Hotel, ist eine Fake-Villa, eine römische Fake-Villa des Landes Hessen. Trotzdem ein schöner Ort. Die Fake-Villa. Denn wenn das wirklich eine römische Villa gewesen wäre, so wie das da versucht wird zu erklären, dann wird man heute noch auf dem Weg überall römische Scherben finden. Weil wo römische Villen waren, findet man bis heute
eine Unmasse von römischen Scherben. Und wie gesagt, hier keine eine. Ja, hier oben ist der Wald noch schön dicht. Jetzt wieder anders. Wir fahren laufend die Ohren so. Der Luftdruck geht hoch und runter. Es passiert schon was mit mir. Ich sage, ich will weiter zum Rondell. Da setze ich dann über. Dann komme ich wieder nach Bübelsbach. Hier sind jetzt wieder die Hügelgräber auf dieser Seite. Also Geschichte ist hier schon im Boden. Und zwar sehr viel Geschichte. Nicht gerade wenig. Die Hügelgräber sind hier dahinter. Das habe ich letztes Mal schon gezeigt, dass dann der Hochsitz vom Hügelgrab weggekommen ist. Was mich persönlich sehr gefreut hat. Weil Hochsitze nichts auf Hügelgräbern verloren haben, auch wenn es sich um erhöhte Punkte für die Jäger handelt. So, jetzt ist mir hier schon ziemlich nach oben gefahren. Also ist schon praktisch oben auf dem Anhaltsweg auf der Höhe. Und dann kommt jetzt hier links ganz unscheinbar trocken gefallen. Hier, das ist eigentlich eine Wasserstelle für Pferde. Die war immer voll. Aber es fällt alles trocken in dem Jahr. Hier haben die ihre Pferde gedrängt. Wenn die da den Berg hochgekommen sind, und wenn die von da den Berg hochgekommen sind, dann hat es hier die Pferde drängen für diese Leute. Vor hunderten von Jahren. Aber jetzt, 2021, ein bisschen Gras und sonst trocken gefallen. Unsere Gier nach Geld hat es möglich gemacht. Alles ist kaputt. Ein Rotschwänzchen. Ich mache noch Glasfaser durch. Durch den Wald hier. Da können sich die Leute in 30 Jahren oder 40 Jahren meine Filme ansehen. Ich sehe da schon die Radieschen von unten, aber sie können sich dann ansehen, wie der Wald schön ausgesehen hat. Ich kann mir da die Ton ausknipsen. Das ist dann irrelevant, was ich dann erzähle in 40 Jahren. Man kann die schönen Bilder sehen. Zu der schönen Musik kommt es bestimmt in 40 Jahren ganz gut. Dann sagt jeder, ach guck mal, so hat der Wald vor 40 Jahren mal ausgesehen. So ein Ding, so viel Wald haben die gehabt. Alles Licht, ich kenne das doch, da war alles so voll, da konnte man da gar nicht durchsehen. Aber heute alles Licht. Die Pfade. Hier das schöne Exemplar des Zwieselbaums mit seinen verrückten Ästen. Der ist gewachsen da, guck mal da. Der sieht so aus wie so ein Geweih von einem Tier, der Ast. Der ist abgebogen. Die sind alle so toll. So, nach einer Riesen-Eva 2 musste ich jetzt nach dem Rondell irgendwann rauskommen, wenn ich richtig gefahren bin. Stadt.
sieht aber schon gut aus. Das ist das höchste Hetschbach. So. Frau Spalter in der Menge. Und raus kommt man am Parkplatz am Höchster Rondell. Da kann man dann übersetzen. Kann am Sonnenhof vorbei Richtung Frauenhauses fahren. Das ist ein bisschen fahrradfahrerfeindlich, aber gut, kann ich es machen. Geht jetzt noch. Ah, der Müllabladeplatz. Sonnenhof. Tja, wenn das mal hier ein Restaurant war, dann gab es hier sowas nicht. Aber jetzt schlimm. Ja, die Wildschweine auf zwei Beinen. Krass, oder? Das sieht man. Von oben ist es wirklich gewaltig warm. Die Sonne strahlt mit einer Wucht, so wie man sie eigentlich nur im September kennt oder im August, aber nicht im Juni. Der absolute Wahn, unglaublich. Und das ist jetzt das Rondell hier oben, dann der Wald mit den Hügelgräbern. Wir fahren an der Gruppe, da sind die Hügelgräber, geht es hier runter nach Frauenhauses. Und dann weiter nach Wibbelsbach. Und da sitzt irgendeiner im Feld. Oh, guck mal da. Wenn der mich jetzt schon gesehen hätte, wäre er schon weggeflogen. Ganzer Kerl dann Schabi. Jetzt ist er fast geflogen. Wir fahren in den Baum, ist er geflogen. So, da kann man hier gemütlich runterrollen. Oh, herrlich, die Kühlluft. Kommen wir wieder im Bahnhof vorbei. Da steht schon die Bimmelbahn nach Hanau. Das Autofahren ja nach Frankfurt völlig überflüssig macht. Steht ja schon. Das ist mehr ungefähr eine halbe Stunde in Hanau und daraus können wir dann überall hinfahren. Beziehungsweise vorne ist der Rauwald, wo die Hügelgräber drin sind. In der Umstadt rein. Am Schwimmbad vorbei. In der Hauptbahn am Eselsberg vorbei. Dann geht's zum Eselsberg hinauf. Ja, ist aber schön. Ich bin schon am Rand, bin drin in Umstadt. Umstadtbahnhof vorbei. Jetzt über die Bahnschäder.
Ja, da fahren wir schon wieder raus aus Umstadt. So, da ist nochmal Ortsrat Großumstadt, der Binzelberg. Großumstadt selbst. Und das ist die Semme, die an dieser römischen Villa vorbeiführt, in die Burg. Und das habe ich auch noch nie gesehen, dass die Semme trocken fällt. Die Semme ist trocken gefallen. Boah, Wahnsinn. Unglaublich. Und hier, wenn man das sieht, das ist die Semme. Das fließt nicht mehr, das Wasser. Man sieht, es ist so eine ölige Brühe jetzt geworden. Das sind die Ablagerungen in der Erde, die da drin sind. Die Samen, das macht dieses Öl aus. Oder irgendwelche Unreinigungen könnten es auch sein. Da sieht man die Rad, das alte Rad, was da reingeschmissen ist, da. Und hier ist die Semme trocken gefallen. Aber der Pfanne. Da spritzen sie tausende von Liter Wasser in einer Stunde aufs Feld. Völlig blödsinnig. Ich bin total entsetzt. Ich kenne das gar nicht. Ich kenne nicht, dass dieser Fluss hier trocken fällt. Das habe ich noch nie gesehen. Da, das Feld, das leidet. Hat kein Wasser. Das sieht man. Und der kleine Mann, der leidet auch. Da hat sein Gatter. Da spritzt er seine Wiese mit seinem Hauswasser. Das muss er aber alles bezahlen. Jeden Tropfen, der da rauskommt aus dem Schlauch, den muss er bezahlen. Das sind die komischen Sachen in diesem Leben, die ich nicht so verstehen will. Da stehe ich blind alleine da. Das versteht andere Leute auch nicht. Dass die anderen gerade Trinkwasser haben, wie der andere verschwendet es in einem Stil. Einfach unglaublich. Für wie viel Ertrag? Für wie viel Euros an Ertrag? So, jetzt sind wir auch schon wieder im Ortsrat in Habitzheim. Hier ist es kühl. Kommt die Sonne, ist ja schnell vorbei. Oh, da werden wir wieder. Wo ich losgedüst bin vorhin. Bei Kirchen. Ja, so richtig das Gewitter. Sieht nett aus. Kann schon der Smog leicht erkennen. Tolle Tour war es wieder. So, da 40 Kilometer. Sehe ich die Tannenmühle wieder. Der Rainer wird reich. So, mit denen hat der Film angefangen. Mit dem endet er auch wieder. Aha, vorhin hat es Wasser gegeben. Ah, das hat schon mal gekratzt. Aber Wasser gibt es jetzt keins mehr. Ja, wenn wir doch nur schon fliegen könnten. Kann nicht mehr lang dauern, Leute. Bald geht's los. Die eigene Freiheit und der Flug vielleicht nach Afrika. Das war ein schöner Trip heute. In den Subtropen am Rhein am Main-Teich.